Hallo, mein Name ist Julian und ich bin Warframe-süchtig. Moin Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde Warframe. Nein, nein, fuck, fuck, ah nein, ich will. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Killing Floor 2. Ich brauche Hilfe. Heute gibt es wieder eine besondere Folge, denn es ist wieder Challenge-Zeit. Ich habe eine neue Challenge bekommen und wir werden heute ausschließlich mit der Desert Eagle spielen. Und als Hilfe darf ich die 9 mm benutzen. Ich hätte das ja schon gerne früher gemacht, dieses Video, aber ja, da ist leider aktuell was im Weg. Ich kann ja näher in Details. Jawohl, ich muss mal ganz kurz reingucken. Ich glaube, wir haben wieder Kabümchen diese Woche. Habe ich nicht so wirklich Lust drauf. Ist nämlich vorbei, ist kurz vor Ende der Woche, ne? Shaxx töten, blablabla. Ja, es wurde nicht gesagt, dass ich keine Duel benutzen darf. Duel Desert. Aber es wurde auch nicht gesagt, dass es erlaubt ist. Daher, ja, komm. Ich würde sagen, wir nehmen auch mal wieder den Sperrmodus. Das ist ja die neue Karte. Wir spielen auf normal, Mittel, 7 Wellen. Und dann wollen wir doch mal schauen. Das letzte Challenge-Video, das ist ja ziemlich gut gelaufen. Durch das Upgrade-System kann man die Waffen ja unglaublich stark machen. Und deswegen bin ich jetzt tatsächlich verdammt gespannt, wie sich das Ganze mit der Desert Eagle spielen wird. Wir werden sie nur Single benutzen. Und halt so weit aufwerten wie möglich. Ich habe halt nur Angst vor Munitionsknappheit. Aber wie gesagt, hat eigentlich ganz gut geklappt. Und die Desert Eagle müsste sogar mehr Munition haben als die HX-Granatpistole. So, wir nehmen natürlich die Revolverhead-Klasse. Ich muss mal, glaube ich, alles soweit eingestellt. Und dann starten wir. Ja, die ersten Runden werden jetzt erst mit der Neuner gespielt. Diese Lags sind doch wieder mal, ne? Unmöglich. So. Oh, auch wieder lange nicht mehr gespielt, ne? Ich habe da dieses eine Spiel, was ich die ganze Zeit spiele. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal mitbekommen habt. Und es laggt immer noch beim ersten Schuss. Und. Oh. Ungewöhnlich. Ach, nee, Leute, ich bin so in der Warframe-Sucht drinne. Kollege spielt das ja wie gesagt auf der PS4. Aber ich habe einfach zu viel Zeit und Geld in die PC-Version investiert, um jetzt an der PS4 da weiter zu daddeln. Deswegen habe ich mich für den PC entschieden. Und ich finde, da läuft es auch einfach runter. Ich habe da auch mehr bliblablub. Aber das soll ja nicht das Thema sein. Das Thema heute ist Challenge Time. Die Desert. Eine wirklich geile Waffe. Sie fühlt sich in dem Spiel sehr, sehr gut an. Ist eine legendäre Waffe natürlich. Aus Counter-Strike-Zeiten sowieso. Und auch, ich glaube, das erste MW. Zack. Ja. Dann diese Waffe verkaufen, damit wir uns, wenn wir gar nicht an Versuchen kommen. Ja, wir haben richtig viel Schuss dafür. Ja, sie hat einfach diesen Impact. Also sie fühlt sich sehr, sehr mächtig an. Das ist etwas, was ich für eine Waffe dieser Art sehr wichtig finde. Können nicht viele Spiele. Und dann, ja, am Bildschirm ein bisschen drehen hier. Fällt mir ja gar nicht. Ja, Aim ist noch nicht da. Ich komme auch gerade erst von der Arbeit. Noch keine Runde heute gezockt. Ach, gut, dass sie. Wow. Okay, zweimal daneben geschossen. Fuck. Trotz einmal Setzeit. Das ist schon. Schön ist, sie hat durchschlagende Munition, beziehungsweise die Kraft der Waffe ist hoch genug, um Gegner zu durchschlagen. Und somit den einen oder anderen Kill mehr rauszuholen. Ich denke eigentlich, ich bin aktuell sehr zuversichtlich, was diese Waffe angeht, muss ich sagen. Ich glaube, mit der wird das auf jeden Fall Zuckerschlecki, Schlecki, ne?
Ich habe übrigens normal und 7 Wellen gewählt für diese Challenge, weil das eigentlich so. Das ist eigentlich ein Modus, beziehungsweise eine Wellenlänge plus Schwierigkeit, die so standardmäßig genommen wird für Killing Floor. Nur falls der Fragen aufkommen sollten. So normal und schwer wird häufig gespielt, die anderen Schwierigkeitsmodi sind einfach nur für mal ein bisschen ausrasten. Naja, und wie gesagt, wenn ihr mir keine genauen Wunschvorstellungen schreibt, dann mache ich mir so ein paar Sachen selber. Ja, auf jeden Fall ein bisschen ruhig bleiben müssen hier. Zielen sollte wohl erlaubt sein. Ich glaube, ich habe mir nicht einmal gehalten, ne? Spiel aber gleich Zeit. Eins, zwei, drei, vier. Komm, das Risk noch fun hier, wa? Zack! Ba-ba-ba-ba-ba, ich liebe es. Oh, wir können da der Waffe auf jeden Fall einen ordentlichen Kraftschub besorgen, du. Das ist schick. Oh, 1500 kostet die nächste Upgrade-Stufe. Was bedeutet, diese Waffe ist maximal zweimal upgradebar. Oh. Zweimal nur? Ja, gut. Wundert mich jetzt nicht ganz so stark. Sie ist doch sehr mächtig. Peinlich. Ich denke aber, die Neuner werden wir sehr wahrscheinlich gar nicht benutzen müssen. Ich glaube, wenn ich es überlege, den Challenges, die Neuner sollte ich eigentlich immer benutzen dürfen. Aus dem Grund, dass man sie ja auf jeden Fall in der ersten Welle benutzen muss. Du kannst in der ersten Welle nicht gleich mit der vorgeschlagenen Challenge-Waffe hier antreten. Also sie dir auch erstmal leisten musst. Ah, leider nicht. Ja, die Waffe ist einfach krank. Oh, töte ich mittlerweile auch schon mit einem Schuss. Ja. Ein Upgrade, Gorefast, Kill mit einem Schuss. Eigentlich, ich finde dieses Challenge-Projekt eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Ihr könnt mir, wir können halt ein bisschen miteinander interagieren. Und wir finden raus, was genau das Upgrade-System mit den Waffen macht. Jetzt können wir zum Beispiel schon mal sagen, upgradest du eine Desert Eagle einmal, kannst du mit einem Gorefast schon mit einem Schuss auf den Körper töten. Treffen sowieso, aber töten. Deswegen bin ich jetzt gespannt mit dem nachher kommenden zweiten Upgrade, was das dann bedeuten wird für die Waffe. Ist eigentlich schon fast so einfach. Gut, Bossgegner werden wir jetzt noch sehen, was wir dann da machen. Ja, die Pistole brauche ich aktuell gar nicht. Desert Eagle, Leute. Desert Eagle. Oh. Ah. Das war gemein. Bin fast nicht aus dem Gebiet gerannt. I have seen Demon Hunt. Tja. Bestes immer noch Traders. Ich habe mir jetzt das Album von Traders geholt. Das neue. Anger. Das ist, und da ist der Flash mal weg. Leider aber mit einmal nachladen.
Habe ich ihn jetzt echt einfach nur nicht getroffen? Oh, ne, hör auf mich zu boxen. Ja, die Gore Fiend brauchen noch zwei Kugeln. Das ist aber völlig okay. Ah, fuck. Das habe ich gerade gesehen. Der Schaft war zurück. Schaft. Ja, Kugel geht durch. Geil. Geil, 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 ey. Was de Knifte, du. Ich habe ehrlich gesagt auch nichts anderes erwartet von der Desert Eagle, aber Heidewitzka ist sie gut. Und da geht ja noch was. So, guck mal hier. Um uns die Munition hier. Damit wir gar nicht so viel kaufen brauchen, damit wir das zweite und letzte Upgrade für die Waffe kriegen. Und dann mal schauen. Ja. Noch einmal mit dem Schaden hoch. Rüstung kaufen. Ob wir das brauchen werden, weiß ich nicht. Aktuell reicht mir dieses Ultra-Knopfdachchen. Welle 6. Na, ich wusste, da habe ich ja was gehört hier. Oh. Ich habe da gar was gehört. Was war das Wasser, das läuft? Tada! Gott, ich verliebe mich gerade in diese Waffe. Alter, finde ich sie heftig. Das ist ja... Also, Challenge ist ja eher das falsche Wort. Ich meine, ihr wollt es sehen, beziehungsweise du wolltest es sehen, lieber Kommentarverfasser. Deswegen mache ich das ja auch, aber von der Challenge kann man hier nur wirklich nicht reden. Ich bin ja schon versucht, die zweite Version zu, die Duel zu kaufen, ne? Aber wir sollten hier... Es wurde Desert Eagle gesagt, nicht Duel Desert Eagle, deswegen werden wir auch nur mit dieser einzelnen spielen. Aber sie reicht ja. Wobei ich Akimbo nicht so wirklich gern habe. Also, die hier spiele ich doch lieber Single, einfach weil es authentischer ist. Desert Eagle spielt so nicht Akimbo, glaubt mir das. Wir wollen jetzt hier zwar nicht auf Realismus gehen in einem Spiel wie Killing Floor, aber eine Desert Eagle hat einen dermaßen hohen Rückschlag, es wird das Handgelenk zerreißen. Hier kurz auf den Kopf springen. Sind die kurz benebelt? Dann könnt ihr die wegfiesten. Ich wollte eigentlich die Leiche durchschießen. Boah, schön aufgereiht, Alter. Hier will die zurückfliegen. Die Waffe ist so krass. Die sehen kein Land. Ah, jetzt kommt der Roboter. Ja, hat sich erledigt mit dem Roboter.
wie ich ihr Leben beende. Alter Schwede. Ich hab, nee, ich hab wirklich mit viel gerechnet, aber dass die so abgeht. Nun wirklich nicht. Ah, fuck, Alter. Ohne Scheiß, mir tut mein linkes Handgelenk weh. Für WASD. Das ist aber ein Warframe-Problem. Ich weiß, ich wollte nicht drüber reden, aber es muss ja auch mal kurz erwähnt werden, damit ihr wisst, so, hä, ob du dein linkes Handgelenk weh? Hast du viel gewichst? Nee, ich wichse mit der rechten. Du bist bei Warframe halt so am Machen, ey. Aber da will ich ja noch auf jeden Fall ganz, ganz viele Videos zu machen. Unter anderem auch zu... doch schnell. Ja, Farben und so weiter, ey. Werden wir dann alles sehen. Je nachdem, wie gut das dann halt noch angenommen wird. Und wenn nicht gut angenommen wird, mache ich es trotzdem. Ey, scheiße. Auf geht's, Schieseli-Dieseli. Ach genau, Bossgegner. Ah, natürlich eher. Ich habe gehofft, dass nicht er kommt. Ich habe ein paar neue Tricks. Wenn du so eine Challenge machst, ist er der schlechteste Boss, den du haben kannst. Weil du für ihn halt Munition brauchst ohne Ende. Ja, für den werden wir auf jeden Fall ein bisschen rennen müssen, um Munition einzusammeln. Aber ich halte es für definitiv machbar. Ja, noch genug Kugeln. Oh fuck, Raketen. Ah. Diese Waffe, ey, ohne Scheiß. Es ist einfach eine super Desert Eagle. Also eine Desert Eagle sehr gut umgesetzt. Einfach dieser Rückstoß. Dieses Gefühl, wie mächtig diese Waffe ist. So gut gemacht. Und anscheinend kann man damit ganz alleine Menschenleben beenden. Ja, Menschenleben auf jeden Fall. Das sind ja keine Menschen, aber ihr wisst, was ich meine. Das kam überraschend. Ah, fuck. Ah, kurz. Ja, kann man die Runde ja auch Desert Eagle Only nennen, ne? Sicher, sicher. Munition sieht gut aus. Der sieht kein Land. Ja, der Ort hier ist auch perfekt für ihn. Solange du nämlich, erstmal, yes! Solange du, wenn er auf dich schießt, halt aus seinem Sichtbereich kommst, er dich also nicht treffen kann, weil du in der Säule stehst und so weiter, hört er sofort auf zu schießen. Und das ist ja halt hier sehr vom Vorteil, weil du halt überall so Gänge hast. Ach, diese Waffe, ey. Diese Waffe! Hammerding! Und die Emoji-Kiste Serie 3. Geil. Das lief... einfacher als gedacht. Damn, damn. Na gut, dann können wir auch wieder ins Menü. Ja. Hat echt Spaß gemacht, Alter. Hat wirklich Spaß gemacht. Also die Waffe, du. Puh. So, kurz im Geld einzahlen hier. Was haben wir hier noch? Ich glaube, wir haben immer noch die ganzen Kisten, oder?
Aber mal irgendwann so ein Opening-Video machen, ne? So ein Pack-Opening, Alter. Lasst mich gerne wissen, ich mache die für mich auf. Nur halt, falls ihr Bock habt. Ja, das war's von dem Video. Desert Eagle Only, Killing Floor 2 Challenge. Bestanden. Dann bedanke ich mich einmal fürs Zuschauen. Ich bedanke mich natürlich für den Vorschlag. Selber gerne natürlich ausprobieren. Packt Desert Eagle mal ein. Spielt das einfach mal. Ihr werdet merken, das bockt schon verdammt. Irgendwie klang der Satz nicht richtig. Egal, ihr wisst, was ich meine. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und bis dahin, haut rein.